ihr Lieben, wenn der Jäger mit dem Winzer und dem Bauern gemeinsame Sache macht, dann kann da nur was Leckeres bei rumkommen. Deshalb laden wir euch heute zu unseren festtagstauglichen Rehmedaillons mit Steckrüben und Rotweinschalotten ein. Für unsere festtagstauglichen Rehmedaillons brauchen wir ganz klar Rindmedaillons. Wir brauchen Rosmarin, Bacon, Wein, Rotwein, Datteln, Schlagsahne. Wir brauchen Öl, Puderzucker, eine Steckrübe, Zimt und Schalotten. Wir brauchen nur die Hälfte von dieser Steckrübe und deshalb teile ich sie jetzt oder beziehungsweise rufe ich den Kameramann zur Hilfe. Danke. Wir nehmen den kleineren Teil, tun den großen zur Seite und machen das jetzt, das schaffe auch ich, in kleine. Halbieren nochmal und Moment, pellen es dann. Schälen unsere Steckrübe erstmal. Und dann schneide ich die Steckrübe in grobe Würfel. Als nächstes kommen wir wieder direkt zu meiner Lieblingsarbeit, nämlich Schalottenpellen. Ja, da muss man leider durch. Jetzt nichts. Unsere Datteln sind, juhu, zum Glück schon ohne Kern. Also brauchen wir sie jetzt nur noch in kleine Stückchen zu schneiden. Jungs, wickeln wir jetzt in Speck ein, in den Bacon. Wir geben etwa einen Esslöffel, anderthalb Öl in einen Topf. So wie das Öl warm ist, geben wir unsere Steckrüben dazu und braten sie ein bisschen an. Okay, geht los. Steckrüben rein. Oh, hat geschmatzt. Ein bisschen anbraten, aber nicht braun werden lassen. Nur so ein bisschen andünsten. Mit Wasser ablöschen und den Deckel drauf. So, und jetzt etwa 15 Minuten das Ganze vor sich hin brutzeln lassen. Wir geben einen Esslöffel Öl in die Pfanne, lassen es heiß werden und geben dann unsere Schalotten dazu. Dann geben wir etwa einen Esslöffel Puderzucker über die Schalotten und lassen das ein bisschen karamellisieren. Und spritzt jetzt, löschen wir das langsam mit Rotwein ab. Wir legen unseren Rosmarinstiel einfach mit in die Pfanne und kochen das etwas ein. Wenn es weniger geworden ist, dann geben wir wieder ein bisschen Rotwein dazu und so weiter. Unser erster Schluck Wein ist fast verkocht. Jetzt nehmen wir den nächsten. So, unsere Soße ist fertig. Unsere Schalotten auch. Wir angeln jetzt erstmal diesen Zweig, den Rosmarinzweig daraus. Dann geben wir ein bisschen Pfeffer dazu. Ein bisschen Salz. Das müsst ihr dann nachher mal abschmecken. Und eine Messerspitze Zimt. Wir haben das restliche Wasser jetzt abgegossen und stampfen unsere Steckrüben. Kraftakt. Das ist eigentlich besser als pürieren, weil das nicht ganz so musig wird. Aber ihr könnt es auch anders machen. Jetzt geben wir Pfeffer dazu. Und Salz. Jetzt mischen wir die Sahne drunter. Sieht das ziemlich gut aus. Wir haben jetzt knapp 100 ml Sahne darunter gerührt. Und jetzt kommen
Zitrondatteln dazu. Ein paar bewahren wir uns übrigens für die Deko nachher auf. Ich würde sagen, so. So, für unsere Rehmedaillons geben wir jetzt einen Esslöffel Öl in die Pfanne. Lassen es heiß werden. Die Rehmedaillons kommen in die Pfanne. Und wir braten sie darin jetzt von jeder Seite 1,5 Minuten kräftig an. Einmal umdrehen. Hier pfeffern. Und nach 1,5 Minuten einmal jetzt umgedreht. Pfeffern sie und lassen sie bei aufgeschaltetem Herd einfach in der Pfanne noch ein paar Minuten ziehen, so 3-4 Minuten. Ihr müsst mal drauf drücken, wie weich sie noch sind. Das ist der Test und gucken, ob sie durch sind. Wir können unser Essen jetzt anrichten. Unsere Rehmedaillons, die haben in der Tat ein bisschen länger gebraucht, aber es darf auch einmal so sein, denn es ist schließlich, haben wir uns gedacht, für Weihnachten. So, wir geben unser Steckrübenpüree in die Mitte, legen 2 je ein Rehmedaillon so an die Seite. Dann geben wir die Schalotten darüber. Und jetzt kommt noch die Soße. Die tröpfeln wir da so ganz edel rüber. Und last but least ein paar Datteln obendrauf noch, die wir zurückgelegt hatten. Okay, der Weihnachtsmann kann kommen. Traut euch, Wild geht ganz einfach zuzubereiten, genau wie jedes andere Fleisch eigentlich.